Hoser Leute und willkommen bei einem neuen Part von Deus Ex 3 Human Revolution. Ja, sorry für die kleine Pause, musste sein. So, letztes Mal habe ich ja gesagt, dass wenn ich mir diesen Chip hole bei Taeyong Medical, bei der Lebenklinik, dass sich die Story ein wenig verändert. Das ist insofern richtig, dass dadurch ein Bossfight schwerer wird, wenn ich diesen Chip nehme. Die Frage ist, mache ich es mir schwerer, mache ich es mir nicht schwerer? Ich habe es lange überlegt, ich mache es mir schwieriger. Mal gucken, ob das so richtig war, aber ich glaube, es gibt einen Vorteil, wenn ich es mir hole. Nämlich im Hacken dürfte ich dann besser sein. Gut, ich muss das hier mehrmals speichern, weil, wie gesagt, hier Leute von Dingsbums hier sind. Vom Bell Tower. Da muss ich extrem aufpassen, dass ich nicht gefunden werde. Also, hier sind wir, da ist die Limp-Klinik und ich glaube, die Limp-Klinik wird bewacht von Belltower-Fuzzis. Gucken wir doch mal. Okay, hier ist noch nichts zu sehen. Speichern. Ich will auf jeder, will jetzt hier bei jeder Ecke speichern. So. Und. Sind das Belltower-Typen? Nee, das sind Typen, die stehen einfach nur an. Die Frage ist... Da hinten ist ein Belltower-Typ. Die Frage ist jetzt wieder, mache ich daraus eine Massenpanik, wenn ich einen Typen anschieße? Ich glaube, mir ist es gerade egal, Leute. Also, Waffe auspacken. Reinzoomen und... Na... Wenn ich getroffen habe, bin ich gut. Und, tut sich was? Ich glaube nicht. Dann machen wir es anders. Wie viel Schuss habe ich überhaupt noch? Okay, noch ein 45 Schuss, das reicht auf jeden Fall noch. Dann probiere ich was anders. Ich speichere hier nochmal kurz. Und werde mal schon unsichtbar. Und dann hoffe ich mal, dass ich dann in der Limp-Klinik bin rechtzeitig. Und los. Sprinten. Und nix hier rein da. Oh, nicht gut. Geh doch rein. Okay, die Frage ist, ob ich jetzt gesehen wurde oder nicht. Ich glaube nicht. Denn Belltower hat ja den Befehl zu schießen, wenn sie mich sehen. Gut. Wir sind keine Belltower-Typen. Oder bist du von Belltower? Nein, du bist der ganze von der ganzen normalen Polizei. Und von einem Schnorchel vorne hast. Einen Moment. Ah, sie sind kein Harvester. Die Typen haben mal Equipment aus Limp-Kliniken gestohlen. Oh, na gut. Sir? Hätten Sie kurz Zeit für mich? Du willst mit mir reden? Ich hoffe, ich irre mich nicht. Sie sind Mr. Jensen, richtig? Kommt drauf an. Wer will das wissen? Tut mir leid, Mr. Jensen. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Wing Hui. Ich arbeite hier als Arzt. Das sehe ich. Was mich viel mehr interessiert. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, ich bin etwas nervös. Vor einiger Zeit waren Belltower-Agenten hier. Sie suchten einen Mann, auf den Ihre Beschreibung passt. Als ich hörte, was Sie über Sie sagten, dachte ich mir, Sie sind vielleicht genau der Mann, den ich brauche. Okay. Wollen Sie mich erpressen, Doc? Oder den Sie brauchen? Wofür? Na komm. Den Sie brauchen? Wofür? Passen Sie auf, was Sie sagen, Doc. Ich verliere nämlich langsam die Geduld. Nein, bitte. Sie missverstehen mich. Ich will mit Ihnen nur über etwas reden. Hm? Es ist nur nicht so einfach, weil es ein ziemlich delikates Thema ist. Schnitzel? Wirklich, Mr. Jensen. Ich würde nie jemanden zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Dann bin ich ja beruhigt. Also, worum geht's? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht allzu viel sagen. Oh. Nicht, solange ich nicht weiß, ob Sie mir helfen werden. Aber ich brauche jemanden, der mir hilft, einen sehr gefährlichen, augmentierten Soldaten und dessen Leute zu stoppen. Wenn es stimmt, was Belltower über Sie sagt, sind Sie für diesen Job genau der Richtige. Ja, super. Ja, natürlich nehmen wir den Job an. Okay, ich mach's. Aber erzählen Sie mir mehr. Danke. Und bitte... Ihnen muss klar sein, dass ich gleich vertrauliche Informationen an Sie weitergebe. Sie werden überrascht, wenn wir mit dem Doc geschüttelt werden. Ja, kommen Sie zum Punkt, Doc, höflich. Ich bin spöttisch. Sie wären überrascht, wie viele geheime Informationen mir jeden Tag zugespielt werden.
Ich habe sie nie missbraucht. Bis jetzt. Bis jetzt? Mr. Jensen, bitte. Nehmen Sie diese Sache nicht zu leicht. Belltower ist... Nun, Sie wissen, was diese Leute hier tun. Aber was Sie nicht wissen, ist, dass Sie nicht selten Limp-Spezialisten für private Zwecke engagieren. Für Spezialprojekte. Was für Spezialprojekte? Ihr Amerikaner bezeichnet sie als Black Operations. Belltower wählt einige seiner besten Soldaten aus, um sie zu augmentieren. Mit experimenteller, streng geheimer Hardware. Nichts für ungut, Doc, aber das alles ist nicht sonderlich überraschend. Das geht auch schon seit Jahren so. Ja, Ihre und meine Regierung betreiben diese Praxis sicherlich auch. Aber Belltower ist keine Regierung, sondern ein privates Unternehmen. Eine Privatarmee, die für den Meistbietenden arbeitet. Dann geht es darum, Belltower zu stoppen. So sehr ich sie auch hasse. Ich bin nur ein Mann. Nein, nein, es geht nicht um ganz Belltower. Nur um einen ihrer Undercover-Agenten. Ein Mann namens Michael Zelazny. Er wurde mit experimenteller Hardware augmentiert, die jeglichen legalen Rahmen sprengt. Ich schäme mich fast zu sagen, dass ich ihn operiert habe. Schwein! Er wurde seitdem für verschiedene Geheimoperationen eingesetzt. Für die Chinesen und... andere. Japaner. Ich verstehe, er ist knallhart, klingt nach einem Kerl, der aus Kontrolle geraten sollte. Das könnte ja fast witzig werden. Super augmentiert, lautlos und tödlich. Das könnte ja fast witzig werden. Der Tod eines anderen Menschen ist nie witzig, Mr. Jensen. Heul doch! Dieser Mann ist nicht zu unterschätzen. Doch. Er ist mit seiner Einheit vor einem Monat desertiert. 2 Wochen später waren sie vermutlich für die Ermordung eines Stadtrats verantwortlich. Und dann, vor ein paar Tagen kam er zu mir. Einer seiner Leute hatte Probleme mit seinen Augmenten und brauchte Hilfe. Und Sie haben ihm geholfen? Sie schickten mich in das Hinterzimmer einer Fleischerei in der Pangdang Road. Das ist im Yuzhou-Viertel. Okay. Dort reparierte ich die Augmentierungen eines seiner Leute. Einen defekten Servomotor. Ich glaube, dieses Hinterzimmer ist Ihr Versteck, Mr. Jensen. Gehen Sie dorthin und bringen Sie Mr. Zelazny zur Vernunft. Gut, selbstbewusst. Ich werde tun, was ich kann. Ich bin sicher, Sie sind der Aufgabe gewachsen. Mr. Zelazny ist ein Soldat, kein Verrückter. Ihre einzigartige Situation bringt ihn sicher zur Vernunft. Und für den Fall, dass er doch terminiert werden muss, sollten Sie in der Lage sein, es zu tun. Oder wenigstens zu überleben. Naja, krieg ich schon irgendwie hin. Gut, jetzt habe ich halt... Bist du am Heulen? Die ist am Heulen. Schlimm. Gut, ich guck nochmal hier rein, bevor ich mich da gleich nochmal augmentieren lasse. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Neues. Hier komme ich nicht rein. Okay. Hier gibt es aber auch nichts, oder? Hier gibt es nichts. Auf jeden Fall, dieser Typ dahinter hat ja wohl den hässlichsten Haarschnitt gehabt aller Zeiten. Meine Güte, weil das sah der hässlich aus. Tut mir fast schon leid, der arme Kerl. Gut, hier gibt es also nichts. Gut, raus hier. Wie komisch, dass jede Limp-Klinik gleich aussieht. Fast wie beim Aldi. Wo auch jeder Aldi gleich aussieht. Gut, liebe Frau, ich möchte mit dir reden. Nur ein bisschen reden. So, und damit entscheide ich jetzt, dass der Boss etwas schwieriger wird. Ja, ich bin Jensen. Ich informiere Chirurg. Sie sonst noch etwas kaufen? Kaufen? Ja, ich kaufe mir 2 weitere Praxiskits. Kaufen, kaufen. Oh Mann, oh Mann. Ich werde so mächtig in dem Spiel. Ich brauche zwar kaum, aber ich habe so viel Kohle, ich kann es mir echt leisten. Ich bin bereit. Gut. Ja, da werde ich umfunktioniert. Da wird nur ein Chip umgebaut. Warum werde ich so groß durchleuchtet? Aber das sieht schon episch aus, wie ich da aufstehe. Okay. Ja, nun ist es passiert. Ich habe jetzt einen Chip von Taiyang Medical in mir, der, ja, wie könnte es anders sein, mich wohl später, nennt man das so schön... Nee, ich sag's lieber noch nicht. Ich will euch noch nicht spoilern. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, was das für Auswirkungen hat. Und so gesehen habe ich mich in der Sache gespoilert, was aber auch nötig ist, um zu wissen, wie ich jetzt dieses Let's Play gestalten möchte. Okay.
Jetzt muss ich da gucken, ob ich mich sofort tarnen muss. So. Na, komm. Ich wurde entdeckt. Kacke. Sofort tarnen. Ich gehe ja schon. Typ hat mich... Okay. Der Typ ist nur alarmiert. Okay, gut. Das war jetzt alles halb so wild. Hauptsache, der Typ folgt mir nicht. Um ducke ich mich gerade? Na gut. Wie auch immer. Dann gucke ich mal auf die Karte. Wo muss ich denn jetzt hin? Josauerviertel war doch... okay, eine Etage höher. Hier muss ich hin. Nein, hier ist mein Hauptziel. Aber wo ist denn bitte schon... Ach, nee. Wo ist denn jetzt mein Lebensziel? Das ist auch hier auf der Ebene. Aber ja, klar. Im falschen Viertel. Hier muss ich rein. Und dazu muss ich hier rein. Da bin ich natürlich gerade falsch gelaufen, weil hier war die Limbklinik, hätte ich da hochgehen müssen. Dann, was mache ich denn jetzt am besten? Wenn ich jetzt hier ans Tiefer gehe, dann hätte ich eigentlich da ein bisschen hochgehen müssen, oder eigentlich hier. Dann wäre ich oben gewesen. Wäre schon fast am Ziel gewesen. Na gut, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt am besten? Wenn ich jetzt da lang gehe, kann ich hier hoch. Dann komme ich hier entlang, muss einen riesen Umweg gehen, wo bestimmt auch wieder total viele Wachen sind. Da bin ich doch eigentlich hier schon was aufgehoben, wenn ich hier lang gehe, den Typen irgendwie umgehe oder vielleicht sogar ausschalte. Mal sehen. Gut. Speichern. Und ich warte gerade, bis die Batterie voll ist und das schneide ich kurz raus. Leute, bis gleich. So, die Batterie ist voll. Ich werde nochmal kurz speichern. Brauche natürlich dann noch einen Energieriegel. Weil ansonsten kann ich den Typen, ich will mich unten ins Bein anschleichen, dann noch umhauen. Und das Umhauen könnte dann eventuell nicht mehr reichen. Also, dann. Na. So, und. Los! Nein, nicht ducken! Scheiße! Wo ist der Typ denn? Das ist der Typ. Komm. Nein, ich habe nicht mehr genug Energie. Ja, dann. So, der liegt jetzt am Boden. Und sonst gibt es ja keine Typen, oder? Ja, die haben jetzt halt ein bisschen Angst. Der brutzelt ein bisschen. Verbrennt sich gerade die Hände. Aua. Okay, aber ansonsten ist das ja als halb so wild. Verlassen. Okay. Dann tue ich die Waffe wieder weg. Ja, habt ihr ruhig mal Angst. Ist mir relativ egal. Ich werde das jetzt so speichern. Und gehe jetzt hier hoch. Ja, ich lass dich doch auch gehen, Mann. Ich mach doch nix. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass hier noch keine Typen wieder auftauchen. Ach Leute, kommt mal runter jetzt bitte. Ich tu doch niemandem was. Bis auf die dummen Wachen. So, hier kann ich von unten entlang. Ja, hier gibt's ein Pimmel. Ich dachte, das wäre eine Granate oder Bombe oder sowas. Gut, speichern. Karte gucken. Runtergehen und dann links. Ja. Wenn hier mal keine Gegner gleich sind, da weiß ich es auch nicht. Okay, hier wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, Leute. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal da runter. Oh, tust das weg? Tust du das weg? Danke. So. Mal gucken. Oh, der ist wieder los. Ist das wieder fein? Okay. Und vielleicht kann ich hier nochmal eine kleine Abkürzung nehmen. Vielleicht finde ich hier sogar ein paar Stellen, wo ich durch kann. Die ich, seht ihr? Ach. Durch dieses schöne Upgrade sehe ich jetzt solche Sachen immer. Das ist nicht schön. Lass mich raten, damit geht das hier aus. Wäre aber nicht schlimm gewesen, weil ich darin atmen kann jetzt mittlerweile. Aber ist ja jetzt auch egal. Gut, jetzt bin ich hier quasi durch. Bin jetzt unter dem Hive. Oder wie? Oder was? Oder wer? Bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Gehen wir mal hoch. So, einfach erstmal hochspringen und dann klettern. Das spart ein bisschen Zeit. So, wo komme ich jetzt raus? Wahrscheinlich komme ich jetzt wirklich im Hive raus, oder?
Ja, das wäre noch ein anderer Weg gewesen für Scythe. Super. Gut, egal. So, dann hat sich das jetzt... Ja, hat das sich nicht wirklich gelohnt, dass ich hier lang gegangen bin. Na gut, dann halt nicht. Aber jetzt wisst ihr wenigstens noch einen weiteren alternativen Weg, der euch wahrscheinlich dann trotzdem nichts bringt. Speichern, vielleicht ist hier unten wieder irgendwas Böses. Man weiß ja nie. So. Ab durch die Kacke. Lecker. Und mal gucken, wo ich da lang komme. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo ich gerade rauskommen kann. Auf jeden Fall kann ich... Wenn ich jetzt... Ah, da ist noch ein Weg, wo ich mich durchprügeln kann. Wenn ich wahrscheinlich mich klug anstelle... kann ich die Wachen umgehen. Das ist natürlich ganz schön. Was gibt's hier so Feines? Schmerzmittel. Nur ein Schmerzmittel? Na, klasse. Ach, stopp! Ja, richtig. Wie spät haben wir jetzt? Okay, noch 10 Minuten. Auf jeden Fall möchte ich hier unten im Keller... Okay, da unten kann ich langschleichen. Mache ich gleich. Möchte ich mich noch weiter verbessern. So, weil ich mir jetzt den Boss schwerer mache, muss ich meine... Ja... Panzerung besser machen. Und jetzt habe ich auch mein Elektrizitätsding. So, jetzt habe ich die verbesserte... Ja... Abwehr und kann jetzt auch MP-Stöße und alles abkriegen. Macht mir jetzt gar keinen Schaden mehr. Gut. Speichern. So. Jetzt bin ich wirklich schon fast... Wie viel Augmentation gibt es jetzt eigentlich noch? Ich glaube noch genug, aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viel, glaube ich. Also das Thermalpanzerung ist voll, 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 voll. Augenverbesserung bringt mir nur noch Blitzunterdrückung, Schutzgranaten. Ja gut, bringt halt, ja, ist scheißegal eigentlich. Cooldown-Timer, okay, Alarmzustand ist mir sowieso scheißegal. Hier geht es sowieso darum besser, um lautlos springen, landen. Ja, brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Typhoon wollte ich mir nie holen. Hier gibt es da noch Rückstoßdämpfung, damit der Schuss nicht so verzieht, oder was? Ja. Ja, ist fast egal. Ansonsten gibt es hier noch längere Sprintdauer. Längere Sprintdauer, es kann sich ganz nett lohnen. Sonst gibt es hier noch die Batterieverbesserung. Ja, Risikoanzeige brauche ich nicht und genannte Datenträger brauche ich auch nicht. Puh, hier kann ich noch Roboter hacken. Ja, im Grunde habe ich fast alles tatsächlich. Unglaublich. Tja, 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 was gibt es denn noch Feines? Okay, mit dem Kino verfolgen. Ja, ist alles nicht wirklich sinnvoll. Also jetzt nicht mal so wirklich sinnvoll. Brauche ich nicht unbedingt. Ist nice to have, aber kein Muss-Ding. Okay, hier kann ich mich wieder schwer durchboxen. Na komm. So. Was gibt's hier Feines? Munitionskoffer. Oh. Mit Elektroschockpfeilen. Ja, mittlerweile habe ich ja wieder... Oh, den nehme ich jetzt auch mal mit. Mittlerweile habe ich ja ein bisschen Platz in meinem Inventar, wie man sieht. Es ist so toll. Ich bin so froh, dass ich mich gegen das Peps entschieden habe. So, gucken, wo ich da jetzt rauskomme. Ich speichere nochmal kurz ab. Man kann nie genug speichern. Und wahrscheinlich lande ich jetzt wahrscheinlich mitten bei Gegnern raus, oder? Wir werden es ja gleich sehen. So, hier bin ich doch schon wieder ziemlich nah. Noch 63 Meter, dann bin ich am Ziel. Da oben ist Bell Tower. Fuck! Da muss ich wohl hier entlang gehen. Kein Bell Tower? Kein Bell Tower? Nein. Noch gibt es keinen Glockenturm. Okay. Gibt es hier Glockenturm? Nein, auch nicht. Okay, ist auch kein Glockenturm. Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall hier ins Josar-Viertel reinkommen. Das ist doch super cool. Okay, und Ladezeit raus. Und wir sind im Josar-Viertel. 13 Meter, dann sind wir am Ziel. Mr. Jensen, Hugh Darrow hier. Bitte verzeihen Sie die Störung, aber David hat mir Ihre Kooperation und Diskretion garantiert. Fick dich! Ich brauche ein wenig Hilfe. Ich höre. Einer meiner Kontakte, Meng Yao, ist in Hengsha und wird Sie informieren. Ich lade Ihnen jetzt Ihre Koordinaten hoch. Leck mich doch am Arsch! Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wisst ihr was? Ich bin pissig. So, der hat das verdient. Ich musste gerade irgendjemanden umhauen. Ich hab keinen Bock für den irgendwie einen Scheißdreck zu machen. Hallo, wer bin ich denn?
Achso, du hast gar nichts gemerkt, oder? Wie auch immer. Hallo. Ach, die Scheiße, gar nicht, gerade Typen umgeboxt habe, oder? Okay. Und hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen spannend. Der ist wahrscheinlich nicht so gut gesonnen. Auf den ersten Blick. Obwohl, na gut. Okay, da ist jemand tot. Okay, da wurde was ausgeraubt. Alles klar. So viel dazu. Was ist denn hier passiert? Was hast du noch bei dir? Bestimmt ein PDA, ja, wusste ich's doch. Gut, Tabulator und... Selassny spürt, dass dieses Versteck nicht mehr sicher ist. Er hat vor, das Lager in den Untergrund zu verlegen. Hab gehört, wie ein paar Leute aus seinem Team von einem sicheren Ort in der Kanalisation geredet haben. Die Lage wird langsam bedrohlich. Ich fürchte, sie sind mir auf die Schliche gekommen. Ich habe einen von ihnen beim Durchführen meiner Sachen erwischt. Wann kannst du herkommen und die Kerle erledigen? Ich muss sie ihn schnellstmöglich raus. Okay. Ja, das ist doch mal schön. Darum möchte ich gelohnt, hier hinzugehen. Klasse. Na komm. So. Dann sind wir wenigstens auch alle irgendwie. Ja, dann ist es wenigstens gerecht, oder? Rechte Aufteilung der Schläge. Gut, ich guck mal kurz auf die Karte. Kanalisation wurde ja eben gesagt. Das wäre dann wieder. Okay, hier ist mein richtiges Ziel. Da habe ich, wie gesagt, nicht vor, eigentlich hinzugehen. Hier ist mein Zwischenziel. Mit Udaro Kontakt treffen habe ich eigentlich nicht vor. Gut, im Grunde... Moment mal. Was ist denn jetzt... Moment. Kanalisation. Muss doch hier irgendwo sein. Oder wie oder was. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was hier eigentlich gerade los ist. Gucken wir doch einfach mal. Und speichern. So. Solange die Typen mich nicht vom Glockenturm hier hören, ist alles gut in Ordnung. Hier gibt es eigentlich nichts, oder? Ja, wer weiß das schon. Es gibt immer so ein paar Ecken, wo man was finden konnte. Wenn man genau hinguckt, okay, hier ist auch ein Bell Tower-Typ. Oh, war ich denn schon mal drin? Egal. Was? Du bist ein Geist! Haben Sie schon von der Rückrufaktion? Ich hasse Geister! Gut, hat keiner mitbekommen. Ich klappe gerade Zivilisten zusammen, ist es unglaublich. Ist mir aber auch relativ egal jetzt. Ich mache das auch immer zu eurer Unterhaltung, der Typ liegt schon am Boden. Ich guck mal kurz. So. Die soll ja auch irgendwo. Gucken wir mal kurz durch. Hier ist nix. Hier ist nix. Und hier ist irgendwie auch nix. Es soll doch was in der Kanalisation sein, soviel ich weiß. Moment mal, ich guck mir das noch mal gerade an. Man kann doch hier irgendwo seine, Ziele angucken. Genau, da haben wir es doch. Inaktiv. Jedes Totenlesen, da wurde in der Zimmer dann PDA dabei. Hab ich doch gemacht. Nicht. Hallo? Ich guck da noch halt normal rein. Hä? Bösen, guten, blablabla. Schädelbruch, blablabla. Hä, ist das neu? Nee, irgendwie nicht, oder? Komisch. Hä? Ich bin gerade offiziell verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich gehe dann doch nochmal ins andere Viertel, weil ich glaube, dass sich da alles abspielt. Leute, keine Ahnung. Ich muss auch gleich den Part beenden. Aber das will ich mir gerade noch angucken. Das will ich mir gerade noch angucken. Da kann ja auch irgendwas gerade nicht stimmen. Also, nee. Wieso ist denn das inaktiv? Soll ich mir noch irgendwas angucken? Der Typ hat nichts da. Das ist mittlerweile klar. Mir geht dieses Flackerlicht auf den Sack. Hier ist doch... Also... Sollte hier irgendwo noch was versteckt sein? Also hier ist nichts. So viel steht fest. Dein PDA habe ich da auch gelesen. So. Und nu? Und hier unten... Ich gehe mal kurz alles durch hier.
damit ich auch bloß nichts verpasse. Keine Ahnung, blablabla, alles neu, alles neu, alles neu. Alles neu macht der Mai. Und haben wir das jetzt? Ah, hier ist noch ein bisschen was, blablabla. So. Dann sind wir jetzt durch. Nein, da war noch was. So. Jetzt müsste ich eigentlich durch sein. Aha, Zugangscode hinzugefügt. Aber irgendwie kein Update dazu. Soll ich den Saffron halten? Dafür schmeiße ich einen Typen durch die Gegend. Hat nicht funktioniert, klasse. Selbst das funktioniert nicht. Mann, was ist denn hier los? Genau, da kann man auch mal stöhnen. Meine Güte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Na gut, der Leise ist einfach mal so, wie es ist. Und, begebe mich dann zum zweiten Ziel, was da hinten ist. Okay, Leute, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Part, ne? Tschö, tschö, bye mit Ei und bis zum nächsten Part.